Hallo ihr Lieben! Heute möchte ich gerne eine griechische Nachspeise, ein griechisches Dessert zeigen. Das gibt es in der Türkei auch, aber da wird es wieder anders genannt. Bei den Griechen heißt es Kanapé. Das sind die Kadaif-Teigfäden, die wir dazu brauchen. Die gibt es in sämtlichen Orientläden, bestimmt auch beim Türken. Ich habe sie online gekauft. Und die Zutaten, die ihr jetzt hier seht, das ist jetzt lediglich erstmal Zucker, eine Zimtstange, eine Zitrone, die ich halbiert habe, und Wasser. Das sind jetzt erstmal nur die Zutaten, die wir für den Sirup brauchen, ehe wir dann mit der Füllung anfangen. Und jetzt habe ich mir einfach mal einen Topf hergestellt und da geben wir jetzt einfach alles schon mal dazu. Hier hätten wir einmal den Zucker, den geben wir jetzt einfach rein. Dann gießen wir das Wasser darüber. Legen die Zimtstange rein und die Zitronen mit der Schnittseite nach unten. Das tun wir jetzt einfach auf dem Herd langsam vor sich hin köcheln lassen. Sobald der Sirup aufgelöst ist, oder der Zucker besser gesagt aufgelöst ist, ziehen wir sofort vom Herd und lassen den erkalten. Und dann machen wir weiter mit unserem Teig und unserer Füllung. Jetzt habe ich meine Teigfäden aus der Packung genommen. Also die sehen jetzt so aus. Ganz feine Teigfäden und die müssen wir jetzt schön mit, also nicht mit zu viel Kraft, sondern ganz leicht auseinander machen, damit die auch nicht komplett ganz kleine Stücke sind, sondern dass wir da richtig schöne lange Fäden trotzdem noch haben. Das ist ein bisschen Fieselarbeit, aber wenn ihr dann später das Endprodukt seht, dann werdet ihr begeistert sein. Jetzt habe ich unsere Teigfäden fast alle schön auseinandergezupft. Das ist ein bisschen Fieselarbeit. Aber wenn ihr Kinder zu Hause habt, glaube ich, macht es denen total Spaß. So. Ich habe jetzt auch schon mal 300 Gramm Butter in der Pfanne zerlassen. Die brauchen wir dann, damit wir die Teigfäden dann damit tränken. Und das stellen wir jetzt auf Seite und jetzt können wir unsere Puddingfüllung machen. So. Ehe wir unsere Puddingmischung im Thermomix machen, müssen wir kurz noch mit dem Mörser etwas zerkleinern. Und zwar brauchen wir einen Esslöffel Zucker. Den gebt ihr einfach in den Mörser. Und das nennt sich Mastix. Das sind so kleine Tropfen, die vom Baum fallen und die werden dann aufgelesen. Ist ein bisschen kompliziert, das jetzt zu erklären, aber das riecht halt total eigen. Also das ist halt so eine Grundmasse, die man, glaube ich, für die Kaugummis benutzt. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. So. Und das müssen wir jetzt mit da reingeben, also einen halben Teelöffel. Und jetzt nehmen wir einen Mörser und müssen das hier alles schön miteinander vermahlen. Diese Mischung, die brauchen wir dann für unseren Pudding. So, das war es eigentlich schon. Stellen wir auf Seite. Und jetzt seht ihr hier noch die anderen Zutaten. Habe ich einmal Speisestärke, Vanillepaste, Sahne und Kaffeesahne. Das sind eigentlich soweit die Zutaten, die wir jetzt nur brauchen. Da kommt kein Zucker weiter rein, weil ja später mit dem Zuckerguss, also mit dem Sirup dann getränkt wird. So, ich zeige euch jetzt, wie es geht. So, und jetzt können wir endlich unseren Pudding machen. Jetzt geben wir einfach die Kondensmilch in den Mixtopf. Die Sahne. Dann haben wir hier Speisestärke. Unser Gemisch. Das müssen wir jetzt auch schön da einfach mit rein. So. Und zu guter Letzt noch einen Teelöffel Vanillepaste. Und das lassen wir jetzt köcheln und haben wir dann eigentlich schon unsere Puddingmasse. Mixerdeckel drauf
Und das Ganze tun wir jetzt erwärmen. 7 Minuten, 100 Grad auf Stufe 4. Jetzt habe ich meine andere Schicht Teigfäden auch drauf gegeben und habe die gebuttert. Habe auch geschaut, dass hier am Rand überall Butter ist, weil das ist dann wirklich wie Kleber. Den geben wir jetzt für eine Stunde bei 175 Grad erstmal im Backofen. Dann müssen wir den kurz rausnehmen und rausheben und dass er von der anderen Seite dann auch noch eine schöne braune Farbe bekommt. Aber ich zeige euch das dann, wie ich es mache. Also jetzt eine Stunde backen und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt habe ich meine Kanapee aus dem Backofen geholt und zum Rüberheben habe ich ja gesagt, will ich euch kurz zeigen. Man nimmt da einfach ein Backblech und stülpt es da drauf und dann schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Und jetzt heben wir das einfach rum. So, jetzt schauen wir mal, ob wir es abkriegen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir es so weit rauskriegen. Das ist zwar jetzt ein bisschen der Pudding, den sieht man jetzt ein bisschen, aber das backt jetzt noch und jetzt kommt er für eine weitere Stunde in den Backofen. Dann können wir zurückheben in die Form und können unseren Sirup drüber geben. So, jetzt ist mein Kanapee fertig. Jetzt setzen wir einfach unsere Form wieder drauf und jetzt heben wir sie zurück. So, wunderbar. So. Mit Handschuhe wäre eine ganz gute Idee. So. Und. Hui. Okay. Das ist gar nicht schlimm. Das setzen wir jetzt noch zurück. Aufpassen, es ist sehr heiß. Und jetzt können wir gleich unseren Sirup drauf geben. So. Noch ein bisschen gerade gerückt. Und jetzt können wir unseren Sirup. Ich nehme mal unsere Zimtstange raus und jetzt übergießen wir das Ganze mit dem Sirup. Das müsst ihr sofort machen, wenn das noch heiß ist. Und jetzt saugt sich das alles schön voll mit dem Sirup und das quillt jetzt so wieder ein bisschen auf. Und so soll das sein. Das sieht schon ziemlich lecker aus, oder? So. Jetzt haben wir es eigentlich schon soweit. So. Der Topf ist leer. Die Kanapee wäre fertig. Ich warte jetzt noch einen ganz kleinen Moment. Und dann könnten wir es eigentlich schon anschneiden und essen. Ich finde, die ist wirklich nicht so schwer zu machen. Und sie schmeckt fantastisch. Vielleicht habt ihr jetzt Lust bekommen, das mal nachzubacken. Würde mich total freuen, auch über einen Daumen hoch. Also bis zum nächsten Mal, eure Conny.